Hallo und guten Tag. Handpans sind ja in aller Munde zurzeit. Es gibt mittlerweile auch nicht nur einen, sondern viele verschiedene Hersteller. Und wir möchten heute mal zeigen und vergleichen hier von vier verschiedenen Herstellern, was die Unterschiede sind, damit man vielleicht eine leichtere Kaufentscheidung hat. Also, wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Hallo Alan. Hallo Gaspar, moin. Moin. Ich habe hier mal eine Auswahl von Handpans mitgebracht. Und ich dachte, wir hören uns die mal an und schauen mal, was da die Unterschiede sind. Es geht jetzt nicht um die verschiedenen Stimmungen, denn es gibt ja von jeder Sorte alle möglichen Stimmungen, sondern rein von der Klangcharakteristik. Also mit was man arbeiten kann oder welche Qualitäten und Vorzüge die eine oder andere hat. Ich fange hier mal einfach an von Bauer und Braun, also Made in Germany, ein hochwertiges Edelstahl. Metall in verschiedenen Stimmungen. Und ich habe jetzt hier den tiefen Ton, der ist immer in der Mitte als Vergleich. Und dann hier die. Also hier hört man schon, ich vermute mal, das ist ein bisschen dickeres Material auch. Und man hört schon, es sind sehr tiefe, erdige Töne oder Obertöne, die da auch zutage kommen. Also schon ein überraschend warmer Klangcharakter, sage ich jetzt mal. Und was ich ein bisschen vermisse, sind die Höhen, aber wenn man dieses tiefe, erdige mag, ist das sicher sehr interessant. Vielleicht jetzt auch im Vergleich zu anderen. Was hast du da für eine? Ich habe eine vom Sela und man sieht oder man hört schon, dass es gibt gute Arbeit hier. Zum Beispiel diese Oktav in Verbindung, die sind gut in Verbindung. Die sind auch ziemlich sauber. So ist nicht diese, wie soll ich das am besten beschreiben? Ist nicht wie ein Schrill, sondern ist warm. Ist ein warmer Handpan vom Klang. Und die Obertöne sind nicht extrem lang. Ja? Ja, aber man hört auch so, es entwickelt sich so ein bisschen, ne? Ja, Nach ja, ja. dem Draufspielen entwickelt sich der Ton Ja, erst ja, richtig, ja. ne? Es wandert da drin. Vom Form ziemlich gute Arbeit. Schöne Verbindung, dass man einfach. Ich guck gerade mal hier. Schon ganz anders an. Hier hört man auch manchmal starke Obertöne, die sich da entwickeln. Anderer Charakter, anders, wie du gesagt hast, das Material kann ein bisschen dicker sein. Deshalb gibt diese Art, diese Charakter. Ja. Und hier haben wir eine von Ugor. Willst du die mal? Ja. Wie man sieht, ist immer diese gute Arbeit. Oh. Das ist auch gut in Verbindung. Da merkt man schon, dass es gut gearbeitet, dass die ganze Oktave von beider Seite kontrollieren. Hier oder hier. Das gefällt mir auch gut, die hohe Töne.
wegen Oberton hier. Das heißt, wenn man hier spielt, es dauert. Aber wenn die beide zusammenpassen, dann das ist kein Problem. Ja. Muss immer. Es bleibt ruhig, es bleibt gibt ruhig. Wenig Differenzen. Das heißt, es ist sehr gut gestimmt, auch im Obertonbereich. Ja. Ja. Die dauert alle fast so lang vom Klang. Ja. Das ist auch ziemlich interessant. Sehr interessantes Instrument. Gut, man muss ein bisschen vom Harmony und so wissen, wie man das mag, dass es so klingt. Aber vom Baut und so ist ziemlich gut. Ja, schön. Dann haben wir hier noch eine von Meinl. Ich tausche die mal. Ja, dass die gleiche Voraussetzungen haben sozusagen. Die hat jetzt eine andere Stimmung, Grundstimmung, 432 Hertz, also nicht überrascht sein. Was hier auffällt, ist, hier ist die oberste Beule nach innen gewölbt. Sind die Obertöne sehr kurz, ne? Das ist ziemlich anders gebaut als die andere. Ja. Ja? Und das heißt, dass die Obertöne, wenn du zum Beispiel ein Lied, einen kleinen Teil von einem Lied spielst, dass eine Ton die andere nicht so stört. Man kann sehr schnell spielen, ja. ohne dass es verwischt. So genau, genau. Das ist besonders, denke ich. Genau. Also wenn man gerne schnelle Kombinationen spielt, ohne dass die zu sehr vermischen sollen, dann ist das sicher auch eine gute Wahl hier. Vielleicht auch, weil die sieht auch ein bisschen von der Oberfläche her, macht das ja auch einen Unterschied, ob ich das jetzt öle, lackiere oder sonst wie, wie weit sich das weiterentwickelt sozusagen. Oder Material. Ja. Ist Stahl, ja? Aber wie die das... nicht so viel hier zu hören. Interessant. So, das waren jetzt ein paar vergleichende Klangcharakteristiken von den unterschiedlichen Herstellern. Unten in der Beschreibung findet ihr auch noch die ganzen Adressen und Namen nochmal einzeln aufgeführt. Viel Spaß damit. Das war der neueste Beitrag auf dem Alton-Kanal. Wenn es Ihnen und euch gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie uns ein Like. Und wir beantworten natürlich auch gerne Fragen, die können Sie einfach unten hinterlassen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.